Hallo zusammen, willkommen zurück bei der Hunter Call of the Wild in Laden Lake. Da geht es weiter mit der Hauptmission und zwar sollen wir jetzt bei Nacht zwei Kojoten erlegen und verwerten. Und das auch noch in einem bestimmten Gebiet, hier um den Levitan Lake. Hier haben wir das Gebiet vorgegeben, hier sollen wir die Kojoten finden und erlegen. So, Voraussetzungen sind gegeben. Wir haben Nacht, wir sind im richtigen Gebiet. Einen Kojoten hatte ich jetzt auch schon in der Ferne gehört. Ich versuche den jetzt weiter einzulocken. So, wartet, Moment, das war falsch. Luftneutralisierer drauf. Und ich zeige euch mal ganz kurz mein Inventar. Ich habe es mal komplett leer gemacht, mich komplett neu ausgestattet. Die Lockpfeifen, die sind klar. Dann haben wir als die Hauptwaffe die Eggers mit dabei. Mit einer Waffenklasse von 4 bis 8. Damit decken wir den größten Teil der Tiere hier ab. Als Waffe für den Kojoten, auf die Kojotenjagd, habe ich jetzt die Vasquez Zyklonen mit. Da haben wir jetzt die Waffenklasse 2 bis 4. Kojote benötigt 2. Und dann habe ich mal noch den Bogen mit eingepackt. Mit einer Waffenklasse von 2 bis 7. Da können wir dann Kojoten, Bären, die Schwarz-Weiß-Wedelhirsche damit erlegen. Das passt. Gut, Fernglas haben wir jetzt, das ganz normale Nachtsicht-Fernglas war mir jetzt doch zu grell. Also ich sehe wirklich besser mit dem ganz normalen. Ach, jetzt ist auch der Regen vorbei. So, ich muss jetzt hier ein bisschen auf Geräusche achten. In der Ferne war ja der Kojote bereits zu hören. Da das jetzt aber schon ein paar Minütchen her ist, kann das sein, dass der schon rangekommen ist. Da ist er doch. So, Waffe 0. Das ging aber flott. So, was hat man da jetzt? Warnruf Schwarzwedelhirsch. Könnte man sogar auch mit der Waffe erlegen. Ja, kann ich euch ganz kurz erklären, falls ihr auch die Mission habt. Also ich bin jetzt einfach hergelaufen und beim Weg zum See hatte ich jetzt den Kojoten in der Ferne einen Warnruf abgeben hören. Hatte ich einmal die Lockpfeife betätigt und dann in der Zwischenzeit jetzt das Video gestartet. Da sind, ich denke mal, so 3-4 Minuten jetzt vergangen. Und in dieser Zeit kam der Kojote jetzt ganz allein angelaufen. Oh, da haben wir schon den nächsten. Das läuft. So, wie macht man das jetzt? Ich glaube, die Nacht ist unser Freund. Wir machen das mal genauso. Ich lock jetzt mal. Da warten wir einfach, ob wir den jetzt zwischen die Bäume sehen. Wo ist er denn? Da liegt er. So, großartig gucken konnten wir jetzt nicht. Waren Zweier, Silber geschossen. Lungenflug links. Fellart normal. Annehmen. Jetzt schauen wir ganz kurz. Genau, das hat geklappt. Ein von zwei Hammer. So, der Kojote. Der Wind kommt von Süden und bläst nach Norden. Und da der Kojote sich halt gerne gegen den Wind anschleicht, sollte der auch von
Nordwest sich einschleichen. Ich höre ihn doch hier drüben. Soll mir recht sein. Ich versuche mal auf den Stein zu kommen. Weil unsere Position ist jetzt nicht so berauschend. Das klappt. Okay, dann locken wir jetzt nochmal. Ja, also da muss man wirklich schon richtig Glück haben, dass man wirklich zwei Kojoten in so kurzer Zeit hier mal findet. Ich weiß es selber und ich weiß auch, ihr habt jetzt letztens in den Kommentaren geschrieben, Kojoten finden ist wirklich alles andere als leicht. So, man hört ihn laufen. Ich versuche jetzt auf frische Spuren zu achten, die jetzt aufploppen. Ich denke mal, der ist hier irgendwo. Hinter diesem Felsen. Ja, ich traue mich gar nicht zu bewegen. Also ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt vertreiben. Ich hoffe immer noch, dass er noch mal näher rankommt. Also ich höre ihn jetzt aber nicht mehr. Das ist kein gutes Zeichen. Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein, dass der jetzt zu uns gekommen wäre. Der Wind steht perfekt. So, wenn er jetzt in einer Minute sich nicht bewegt, könnte er weg sein. Dann werde ich mal hinterher machen. Nee, ich höre gar nichts mehr. Okay, machen wir los. Also hier vorne haben wir definitiv die Spur.
Kann auch sein, dass der jetzt, obwohl der hat ja keinen Warnruf gegeben, wenn der jetzt höherwertig gewesen wäre, dann lassen die sich meistens wirklich sehr schwer anlocken. Gut. Aber kein Problem. Wir suchen jetzt seine Spur und dann gehen wir dem mal hinterher. Wo bist du denn? Der Einser, Weißwildhirsch. Ach, der war ein Zweier. Kann jetzt auch sein, dass wir die gehört haben. Auf jeden Fall hat man hier einen... Ah. Warnruf. Ja, los, hoch mit dir hier. Sehr schweres Gelände. Das ist jetzt die einzigste Stelle, wo ich mal etwas freie Sicht hätte. Okay, ich höre auf jeden Fall jetzt was kommen. Kann ich echt nicht sagen, ob es wieder ein Weißwildhirsch ist. Ja, auf jeden Fall. So ein Kollege Weißwildhirsch, geh weg. Ich hatte gerade noch was gehört. Okay, da sehen wir, dass es definitiv nicht so leicht ist wie der erste. Da haben wir wirklich, wirklich Glück gehabt, dass der sozusagen vor das Zielfernrohr gelaufen ist.
Also ich höre doch noch was. Es kommt näher. Ist doch wieder so weiß wie der Hirsch. Nein! Aber ich glaube, den Hammer. Keine Organe getroffen. Da, hinten rennt er rum. Ah, das war schlecht, aber das ist wieder. Ich habe so lange gewartet, dass ich es riskiert habe. Ich wollte eigentlich versuchen, einen Herztreffer zu landen. Müsste mal legt haben. Also ist ein größerer roter Fleck. Jetzt müssen wir schauen, wo der hin ist. Hier ist der ja im Kreis gelaufen. Ja, da liegt er. Sehr schön. Damit haben wir wieder eine Mission erledigt. Oh. That just about does it. Fiona will be very pleased with your Kopf. Den Kopf haben wir getroffen. Ach je, hat das hochgezielt. Der war echt zu nah. Ich hatte ja noch 50 Meter Nulldistanz. Unsere Kojotenjagd war jetzt mehr als erfolgreich. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere beiden Kojoten bei Nacht erlegt, konnten sogar noch eine kleine Nebenmission abschließen, zwei unterschiedliche Kojoten entdecken und das soll es dann gewesen sein. Macht's gut, bis später.